Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Bester YouTuber, aber wenn du mich nicht einblendest, wird ein Flugzeug in deinen Kühlschrank fliegen. Ja, schön für dich. Und schön für das Flugzeug. Das Flugzeug kann in meinen Kühlschrank fliegen. Ich verkaufe es, bin reich und das war's. Dann höre ich auf mit YouTube. Okay, ich weiß, das war ein unlustiger Witz, aber wenn ich wirklich reich wäre, würde ich ja sofort mit YouTube aufhören. Spaß, kein Spaß. Meine lieben Damen und Herren, ich weiß, ich bin sehr unkreativ, was Videos angeht. Ich schaue mir jeden Tag nur TikTok-Videos an. Schreibt mir mal gerne neue Videovorschläge in die Kommentare. Aber bitte keine Videovorschläge, wo ich viel Zeit reinstecken muss. Die habe ich nämlich nicht. Schwarze Schokolade. So richtig, richtig schwarz. Ich esse nicht gern schwarze Schokolade, die schmeckt mir nicht. Oder weiße, saubere, nette Schokolade. Papa, ich habe Lust auf schwarze Schokolade. Nein, nimm die weiße. Nimm, was du möchtest. Also, wenn ich mich da entscheiden müsste, natürlich nehme ich die weiße Schokolade, weil die schmeckt mir einfach besser. Also, unabhängig, ob es weiß oder schwarz ist. Like das Video mit deiner nassen, stinkenden Zunge. Oder like das Video mit deinem sehbeeinträchtigenden Auge, du Handysuchti. Such dir professionelle Hilfe beim Augenarzt oder Zahnarzt. Wenn ich mich entscheiden müsste, mit dem Auge zu liken, das geht ja gar nicht. Also, ich müsste das mit der Zunge liken. Digga, da würde ich ja niemals mit meiner Zunge auf meinen Screen. Wisst ihr, wie oft ich darauf getippt habe in einem Tag? Keine schwarzen Tasten mehr auf dem Klavier benutzen. Ja, gute Frage. Warum betont er schwarze so sehr? Die sind doch eh nutzlos. Die braucht kein Mensch. Die klingen eh doof. Was habt ihr gegen die schwarzen Tasten? Oder nur noch die weißen, schönen, sauberen Tasten. Bitte. Ah, natürlich, klar, die weißen, sauberen, schönen Tasten. Okay, warum sind die weißen eigentlich sauber und die schwarzen nicht? Chlorreinig. Was soll ich tun? Darf ich es sagen? Trau dich! Na los, sag es! Chlorreiniger! Achso, Chlorreiniger. Keine Ahnung. Also, mit was willst du das jetzt vergleichen? Es tut mir leid. Oder ganz normale WC-Tabs. Dann brauchst du auch nicht den Chlorreiniger. Okay, gut, das habe ich nicht gewusst. Ich nehme natürlich die WC-Tabs. Habt ihr auch diese Videos so oft in letzter Zeit auf eurer View-Page? Ich glaube, es ist wirklich zum Trend geworden, mit KI-Videos zu machen. Bei Part 1 so viele getriggert hat, hier Part 2, meine Red Flags an Männer. Okay, bin gespannt auf deine Gründe. Wenn er mir nicht jeden Monat ein Geschenk macht, impliziert es ja eigentlich, dass ich ihm nichts wert bin und... Nö. Naja, guter Grund auf jeden Fall an der Stelle, aber wenn du nicht einmal im Monat meinen Dank voll machst, weil ich dich rumchauffieren muss, dann aber auch nö. Dann, wenn er mich nicht jedes Mal nach Hause fährt, wenn ich bei ihm war. Ich meine, wenn du kein Auto hast, dann miete dir halt eins und ich meine, du willst ja auch, dass ich sicher nach Hause komme, oder? Ja, natürlich miete ich mir gerne ein Auto für dich, dann führe ich dich nach Hause und das war das letzte Mal, dass ich dich ausgeführt habe. Dann zum Schluss, wenn er mir nicht nach 10 Minuten antwortet, gehe ich halt davon aus, dass er mit einer anderen schreibt. Ganz klar, naja, also 10 Minuten habe ich hier nicht geantwortet. Ach, egal, komm, ich schreibe jetzt mit der nächsten, let's go. Hier nächste, dies, das, hier nächste, ach. Komm. Ja, natürlich, wenn wir 10 Minuten mal nicht antworten, natürlich schreiben wir mit der nächsten. Bruder, ich habe nicht mal Kontakt zu irgendeinem Mädchen. Mit wem soll ich denn schreiben? Mit mir selber? Findet ihr es nicht auch richtig nervig, wenn ihr einen Streit mit eurem Partner habt? Einfach nur, weil er es nicht schafft, eure Gedanken zu lesen, wie er es sollte. Das sind immer diese unnötigen Streits, ne? Also wenn eine Person sauer auf dich ist und du weißt nicht, warum sie sauer auf dich ist und sie will es auch nicht sagen, warum sie sauer auf dich ist. Sie will, dass du es riechst, warum sie sauer auf dich ist. Ach komm, Leute, das macht euren Kopf kaputt. Ich meine, sag doch einfach eurem Partner, warum ihr sauer auf ihn seid. Ist das so schwer? Wenn meine Partnerin sagt, sie sauer auf mich wegen denen und dem, Digga, dann schaue ich das nächste Mal, dass es nicht mehr vorkommt. So einfach können Beziehungen sein, sind sie nicht. Leute, ich werde mich jetzt ready fürs Gym machen und normalerweise würde ich da komplett ungeschminkt hingehen und halt, ich gehe da hin, um Sport zu machen. Da muss er nicht gut aussehen. Aber was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Du gehst dahin, um Sport zu machen. Ich gehe mit Frederike zusammen. Das heißt, übersetzt, dass wir uns beide richtig machen und dorthin gehen. Ach so, cool. Ihr schminkt euch und dann geht ihr ins Gym. Und dann, wenn ihr fertig seid mit dem Training, überanstrengt, dann fließt eure Schminke den Kopf runter, oder was? Wir machen dann auch nicht wirklich Sport. Unsere einzige Aufgabe ist dann mehr oder weniger gut auszusehen. Und warum wollt ihr gut aussehen im Gym? Also, warum gebt ihr euch die Mühe, jetzt gut auszusehen im Gym? Und falls ihr euch jetzt fragt, Dani, wo ist da der Sinn dahinter? Es gibt keinen, okay? Okay, gut, nice. Du gehst also ins Gym, geschminkt und schön, damit du schön ausschaust im Gym. Die Frage ist, warum? Es gibt keinen Grund. Meine Liebe, man geht ins Gym, um Sport zu machen. Aber erstmal Respekt, dass du überhaupt ins Gym gehst. Ich finde das natürlich sehr gut. Bitte, ich will schlafen gehen. Wolltest du noch eine Münze werfen? Nein. Gar nicht? Nein. Oh. Echt jetzt gute Nacht? Ja, bitte. Ich finde das so unangenehm. Ein YouTuber namens Stege, der macht hier bei ihr einen auf Simp, beziehungsweise macht einen auf Simp, er ist ein Simp. Und das vor tausenden Leuten, die hier zuschauen. Oh Mann, also du meinst es ernst wahrscheinlich, ja. Oder? Oh nein, du meinst es wirklich ernst. Rage, Stege, so. Oh nein, du meinst es. I started a raid. Oh. Gute Nacht. Alter, was ist denn er für einer? Er respektiert ja nicht mal, dass die offline gehen will. Sie will schlafen gehen, er sagt nein, bleib, nein, bleib, nein, bleib. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das Ganze gefaked ist, nur für Aufmerksamkeit für die beiden. Also keine Ahnung. Meine Damen und Herren, das war's gewesen von diesem Video. Hier sind noch Leute, die eingeblendet werden wollen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.